Die Videos sind sehr ansprechend, sehr, zum Teil sehr persönlich, finde ich. Und besonders das mit den Kopfhörern gefällt mir sehr gut, weil die Emotionen doch sehr gut rüberkommen. Sobald ich den Kopfhörer auf hatte, war ich in dieser Kraftwerk-Kalbatos-Welt und verbunden mit dem Audiovisuellen fand ich das total schön, mit allen Sinnen das zu genießen. Kalbatos hat sich von Anfang an gewünscht, dass seine neue Platte in einer Art Ausstellung vorgestellt wird. Und da er sehr viel mit visuellen Aspekten arbeitet, bot es sich eben an, auch im Rahmen dieser Präsentation die Filme zu zeigen, die er für diese Platte gemacht hat. Er selber ist Fan von Sennheiser, benutzt das Equipment schon seit Ende der 60er, die Mikrofone. Mein erstes Mikrofon war ein MD421, auch bekannt als das cremefarbene Mikrofon aus dem Beat Club. Und das war in der Tat das erste Mikrofon, was ich im Leben besessen habe. Und das habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Und ich habe es heute noch. Und das wäre nicht so, wenn sie nicht einfach verdammt gut wären. Ich finde die Präsentation ganz wunderbar. Die technische Umsetzung ist gelungen und der Ort ist auch gut gewählt. Hat mir sehr gut gefallen, macht Spaß. Die Idee an sich wirklich super, mal ganz was anderes als die klassischen Release-Partys. Ja, Hammer, super cool, sehr cool gemacht.